Da bin ich wieder in Deutschland. Abruptes Ende, aber so ist es eben. Ich war jetzt in meinen letzten Tagen noch bei einem Tempel. Den seht ihr jetzt so ein bisschen zwischendurch, werde ich die Videos ein bisschen einblenden. Aber ansonsten ging es dann halt nur noch zurück nach Taipei, zur Hauptstadt. Dann bin ich fix mit dem Schnellzug nach oben gefahren und dann habe ich noch 2 Tage im Hotel meine Zeit totgeschlagen und bin eigentlich auch nur noch in den Flieger gestiegen und nach Hause geflogen. Der Grund, warum ich dann nicht mehr gefilmt hatte, war eigentlich ganz einfach. Ich war so unmotiviert, es war so schwülheiß, ich hatte Sonnenbrand und meine Beine haben wehgetan ohne Ende. Also meine Oberschenkel, die waren sowas von zerstört. Die Reise zurück, also es ist ja immer das gleiche, Flughafen, Flugzeug rein, Flugzeug raus, da muss man eigentlich einem nichts mehr Neues erzählen. Deswegen ist das jetzt eben dieser Abspann. Tut mir leid, ist auch auf der Ende, aber ich war halt einfach nicht mehr in der Motivation, groß was zu filmen. Ja, Fazit, wie war die Reise? Es war jetzt ja fast einen Monat, ich glaube 26 Tage roundabout, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, war ich unterwegs, ein paar Tage davon mit dem Fahrrad, bin insgesamt 460 Kilometer gefahren, habe einige Höhenmeter gemacht, habe viel gelernt und hätte es mir auf jeden Fall sehr viel einfacher vorgestellt. Taiwan ist wunderschön. Also, du hast überall asphaltierte Straßen. Ich bin auf diesen 460 Kilometern, die ich Fahrrad gefahren bin, bin ich so selten auf Kiesstraßen gefahren. Also auf einfach nur auf Schotterpisten. Das war echt erstaunlich. Selbst in den letzten Ecken von irgendeinem, ich nenne es mal Dschungel oder Wald, wie auch immer, ist ja scheißegal. Da war asphaltiert. Es gab rechts und links diese weißen Streifen. Also so richtig geil. Also das hätte ich nicht gedacht. Man hätte, glaube ich, auch fast die Route mit Inlinern fahren können, so glatt waren die Straßen. Das war echt der Wahnsinn. Ich meine, ich sitze jetzt auch einfach nur hier, ich habe mir jetzt nichts aufgeschrieben, ich rede einfach ins Blaue hinein und weiß auch gar nicht, wo es hingeht. Ich habe keine Themen im Kopf, manchmal fliegt nur so eine Frage in meinen Kopf rein und ich versuche sie irgendwie zu beantworten. Das hier dient einfach der Abmoderation, würde ich sagen. Denn das, was ihr hier seht, ist eben mein Tagebuch und nicht irgendwie ein Influencer-Lifestyle und ich schlage euch hier auch nicht irgendwelche Sachen vor oder so. Es gibt genug Leute da draußen, die das viel, viel besser machen würden und viel, viel besser machen als ich. Grüße gehen raus an Better Beyond, die habe ich, das ist eine witzige Story, habe ich hier am Flughafen, ich musste ja umsteigen nach von Guangzhou nach Shenzhen und war da bei Subway, weil das der einzige Schuppen war, der in diesem Flughafen noch offen hat und ich hatte Hunger. Ich habe mich da hingesetzt und auf einmal kommen da die zwei von Better Beyond um die Ecke und naja, aber das meine ich zum Beispiel damit, also wenn jemand wissen will, was für Sehenswürdigkeiten es unbedingt gibt zu sehen oder so, geht auf deren Kanal, die waren kurz bevor ich nach Taiwan bin, während des großen Erdbebens, waren die in Taiwan und die machen eben so einen Content, ne? Die machen Tipps mit Kosten und Unterkünften und Flügen und schieß mich tot, ne? Guckt deren Content, wenn ihr irgendwelche Vorschläge haben wollt, ich mach das nicht, zumindest jetzt noch nicht. Sag niemals nie, sagt man ja immer so ganz gerne, ne? Aber jetzt gerade mache ich das eben nicht, weil das hier, was man jetzt hier eben sieht, das ist mein Tagebuch, das sind meine Erfahrungen und ich mache das für mich irgendwann später da einfach nochmal reingucken zu können. Deswegen nehme ich auch gerade dieses Gequatsche hier auf. Das soll hier niemanden unterhalten. Das ist, damit ich meine Gedanken, die ich jetzt gerade habe, später vielleicht nochmal wahrnehmen kann und anders reflektieren kann oder was auch immer. Ist ja scheißegal. Das ist so der Hauptpunkt für dieses Video. Einfach nur, eigentlich nur, um diesen einen Tag mit dem Tempel noch zu zeigen, weil ich hätte theoretisch das Footage auch noch in das vorherige Video mit den Affen reinnehmen können. Aber ich habe irgendwie übersehen, dass es so wenig Footage war. Und für die Abmoderation eben. Um einfach zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Um zu sagen, ich hoffe, die 50, 60 Leute, die hier immer mal reingeschaut haben, denen hat es gefallen. Wenn ihr Kritik habt oder Verbesserungsvorschläge, lasst es gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde nicht sagen, ihr sollt den Kanal abonnieren, denn das juckt mich absolut gar nicht. Es ist mir völlig egal, wer hier zuguckt oder nicht, denn das ist für mich. Und was noch? Thank you.
Zukunft, wie geht's weiter? Ich bin gerade in Deutschland, ja. Für die Leute, die hier eingeschaltet haben, um Reisecontent zu sehen und Länder, die sie noch nicht gesehen haben oder die einfach wissen wollen, was ich in gewissen Ländern sehe oder wie ich mich tue in manchen Ländern. Das ist ja für mich alles neu. Thailand letztes Jahr war meine erste Reise nach Südostasien. Taiwan war jetzt die zweite, zwischendurch in der Schweiz gewesen. Jetzt bin ich in Deutschland, keine Sorge. Das, was man bis jetzt gesehen hat, die, ich weiß nicht, was es sind, 50 Videos, 51 Videos, das ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Und richtig losgehen tut's Oktober diesen Jahres, also in ein paar Monaten. Und ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Dann geht's nochmal nach Südostasien. Danach nochmal kurz Geld verdienen in der Schweiz und dann geht's völlig ab. Euer Maurice. Bis dann. Ciao. Thank you.